erste Regel des Tauchens: immer cool aussehen. Es ist der zweite Tag auf Betau. Wir haben gestern nicht so viel gefilmt, weil wir total müde waren und so. Wir hatten jetzt unsere erste Theoriestunde in der Tauchschule hinter uns. In zweieinhalb Stunden gehen wir im Pool ein bisschen üben. Und dann morgen haben wir unsere erste richtige Tauchstunde. So praktische. Mehr. Mehr. Ja. Richtig gut. Und jetzt gehen wir erstmal frühstücken. Wir haben 10:30, immer noch nichts gegessen. Ich werde sterben. Dennis hat mal wieder etwas kaputt gemacht. Erst die Treppe in Dubai und jetzt das Fenster auf Koh Tao. Ey, das Fenster, ich weiß nicht, wer da so lose da reingemacht hat. Das ist keine deutsche Handwerksqualität. Also ich könnte mich echt dran gewöhnen, hier jeden Morgen zu frühstücken. So. Ja, und wir sitzen halt hier mit so geilen Aussicht aufs Meer. Da ist unsere Tauchschule direkt. Da hinten, wenn man die Straße runterläuft, etwa 23 Meter, ist unser Bungalow. Und hier hat man eine Bar, wo man abends ein bisschen was trinken kann. Hier gibt es immer Barbecue abends. Ja. Da ist noch so eine Strandbar, so eine zweite. Ich muss mal sagen, da gehen wir mal heute Abend essen, oder? Kann man diese machen. Diese Burger, ja. Die sahen echt cool aus. Ich bin hier am Strand mit Kevin. Ja. Yeah. Aus Oklahoma. Oklahoma. Und trinken was. Gleich gibt es unsere Tauchlesson. Auch schon hinter uns. Die Tauchschule ist echt cool. Wir waren heute, glaube ich, 2 Stunden Theorie oben. Also haben wir 2 Stunden Theorie oben gemacht und waren dann insgesamt 3 Stunden im Wasser mit 20 Minuten Pause drin. Es hat sich aber angefühlt wie vielleicht insgesamt eine halbe Stunde. Also es war total cool. Ich meine, ich bin ja schon mal vorher getaucht. Die haben uns wirklich die gesamten Basics nochmal erklärt. Aber es hat super Spaß gemacht. Ja. Aber jetzt nach dem Tauchen sind wir alle super hungrig. Wie immer, Foodvlog. Wie immer, gleich gibt's einen Foodvlog. Wow! Essen! Jetzt ist ein gutes Bier. Ja. Ja. Hier ist das Essen ein wenig zu teuer, aber sehr chillig hier. Aber wir haben uns entschieden, einfach nur mal ein paar Drinks zu bestellen. Bier, Cola, Simon trinkt ein Espresso hier. Aber es ist wirklich cool hier. Das ist der erste Ort auch. Cheers! Oh. Oh, Scheiße. Für ein Espresso. Yeah. Nice. I don't want to stick my key in there. Jetzt haben wir alle was getrunken und gehen jetzt zurück zu unserem Resort. Und wo es Barbecue gibt. Da gibt es Barbecue jeden Abend. You want to try a vlog in German for us? No, nein, ich keine mag. Wir schauen uns gerade so ein bisschen in einem Tattoo-Shop an von einem Typen namens Happy. Der ist echt gut drauf. We have some. We have a bamboo. Yeah? Bamboo tattoo, yeah. Oh. Like that. Oh, you're doing that? Bamboo, yeah. Really? Wow. Oh, eigentlich wollte ich mir doch so eins machen lassen. You can go to the water, you can go to the sun. No problem, you know. Because the bamboo more deep. Yeah. It's more deep. Come in more deep than Michin. Michin had to cut your skin and take long day to take care. Mm. You know, this not long. Es ist Zeit für ein Food Vlog. Zeig mal bitte den Stamm. Wow. Es ist so lecker. Mm. Das ist gut. Das ist gut. Essen war gut. Jetzt müssen wir ein bisschen was für unsere Tauchschule lernen. Weil wir haben morgen einen kleinen Test und wir haben noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen. Setzen wir uns jetzt chillig in eine Bar, trinken ein Bierchen und machen das. Und hoffen, dass wir endlich mal die Videos hochladen, weil wir dachten, Bangkok wäre schlimm, so internettechnisch, aber hier ist es einfach noch schlimmer. Wir chillen jetzt hier in so einer Bar, die total chillig ist. Man ist auf so einem Podest. Und hier gibt es anscheinend auch Live-Musik und so. Und hier werden wir ein bisschen lernen jetzt. Und hier gibt es viel Wi-Fi. Wir haben uns gerade den Wi-Fi-Code geholt. Oder ja, Kevin hat den für uns geholt. Und der Code ist einfach Fuck Me Wi-Fi. Schau.
war lustig. Wir sind wirklich irgendwo in Thailand und hier läuft eine kleine Insel auf dem letzten Zipfelchen. Und hier läuft Jan Delay und sieht einfach. Leute, es wird hier immer verrückter. Jetzt fängt er tatsächlich an, so ein altes Sido-Lied zu laufen, so aus seinen Sektenzeiten, wenn er noch bei der Sekte war, ey. Richtig strange. Also, wir hatten gerade einen kurzen Test in unserem Tauchschein. Und so in 15 Minuten fahren wir raus aufs Meer. Jetzt haben wir uns erstmal noch so einen Shake geholt, der Simon und ich so. Sieht eigentlich ganz lecker aus. Für 70 Cent. Und ja, genau, heute ist der dritte Tag auf Koh Tao. Und das ist chillig. Wir warten darauf, ein Taxi abgeholt zu werden und mit dem Boot rauszufahren. Wir sind jetzt auf dem Boot, fahren raus zu unserem ersten Tauchgang. Wir haben gerade alles ready gemacht, so unsere Anzüge und sowas. Ganz wichtig, die Weste. Ohne der kann man nicht tauchen. Ohne der kann man nicht tauchen. Ohne der kann man nicht tauchen. Was? Der Gerät. Der Gerät. Mit der Gerät kann man Luft in die Jacke reinpumpen und ausblasen. Hier haben wir unsere Baranzeige. Habt ihr die auch kontrolliert? Ja, ich habe 230 Bar. Das habe ich nämlich vergessen. Ich mache das jetzt gerade mal. Ja, knapp 200. Die erste Regel des Tauchens. Immer cool aussehen. Danach halten wir hier, wo andere Leute tauchen werden. Wir können aber schnorcheln. Dann fahren wir zu dem eigentlichen Tauchsport. Okay, Leute, also wir sind jetzt wieder auf dem Schiff. Wir sind gerade schnorcheln gewesen hier in so einer kleinen Bucht und fahren jetzt zu Mango Bay und gehen da auf, ich glaube, 6 Meter Tiefe tauchen heute. Das ist ja cool. Ja, und das ist übrigens unser Diving Instructor Wayne und unser zweiter Diving Instructor Phil. Ich bin müde, der schläft ein bisschen. Wir waren gerade tauchen. Nee, war saugeil. Wir sind natürlich so einen Riff durchgetaucht, haben ein bisschen was kennengelernt, ein paar Techniken. Morgen geht es auf 12 Meter runter. Oder auf 18, ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin ein bisschen verwirrt. Wir konnten das natürlich jetzt leider nicht filmen, weil das unser erster Tauchgang war. Aber ab morgen oder übermorgen sehen wir das dann. Dürfen wir nicht. Ich habe heute nochmal gefragt. Was darf man? Der eine hat gesagt, wir dürfen, aber das ist ja nur dieser Kiwi. Und der richtige Tauchlehrer hat gesagt, er darf nicht. Er darf uns nicht filmen, weil er dann seine Aufsichtspflicht verletzt. Wir dürfen nicht filmen, weil wenn uns was passiert, ist er am Arsch. Und jetzt versuchen wir oder gucken wir, ob wir uns so ein paar Mopeds mieten, um hier ein bisschen über die Insel zu fahren. Mal schauen. Also Leute, wir haben uns gerade unsere Mopeds geliehen. Und nach etwa 3-4 Minuten Fahrt da sind wir etwas in Schleudern gekommen. Wir hatten einen kleinen Unfall. Ist zum Glück nichts passiert, außer kleine Schürfwunde und das da. Ja, ist ein bisschen blöd, wenn man hier in der Kurve auf Sand kommt, dann. Ja. Jetzt machen wir einen kleinen Zwischenstopp, um uns zu heilen. I have a Medipack here. Und dann fahren wir weiter. Ich glaube, wir sind bereit zum Weiterfahren. Taliban, du. Thank you.
Nightlife in Koh Tao. Ja, wir waren gerade in der Bar von unserem Buddha View Resort und jetzt hat sie zugemacht und alle Leute sind rüber zu der Bar Next Door gegangen. Ja, ist wirklich so. Ja. Ganz cool eigentlich.